Ubisoft. Blue Byte. Und last but not least, Related Designs. Die drei Firmen sind beteiligt an folgendem Spiel, nämlich Anno 2070. Tag auch, sage ich als Plexi. Und viele denken mit Sicherheit jetzt, was ist denn jetzt mit dir los? Ein Spiel, was noch nicht in die Retro-Schiene geht und du spielst es trotzdem. Dazu muss ich sagen, ich bin großer Fan der letzten Anno-Teile. Ich habe auch hier die Vorgänger bis zum Erbrechen gespielt. Und da war es natürlich ein leichtes zu sagen, dass man sich den Anno 2070-Teil auch mal antun muss. Generell bin ich auch noch Fan von Blue Byte, der Spielefirma, die unter anderem ja auch für die Battle-Al-Serie verantwortlich war, für Siedler, für Incubation, für alle Leute, die ein bisschen mehrere Länze schon auf den Buckel haben. Die werden sich vielleicht noch daran erinnern. Und deswegen dachte ich mir, ich fange eigentlich jetzt mal mit was an, was ich sonst nie gemacht habe, mit was Aktuellem und zock für euch mal ein bisschen Anno 2070 und natürlich auch für mich, um die Story zu erforschen. Und ja, und ich logge mich mal schnell ein, weil das Spiel hat einen relativ scharfen Kopierschutz. Ich habe natürlich die Anzeige hier ausgeblendet, weil, ja, sowas werde ich jetzt erstmal nicht verraten. Logge mich mal schnell ein und da könnt ihr jetzt auch sehen. Hier seht ihr auch jetzt so die Zeit, wann ich das Ganze aufgenommen habe. Endlich mal was, ein paar Zusatzinformationen. Hier mein Profil. Ich habe hier schon ein bisschen rumgespielt mit den, Avatar-Möglichkeiten hier und ich fand den eigentlich ganz nett. Deswegen habe ich den genommen und, gib erstmal kurz eine kleine Einführung in das Spiel, so wie ich es bisher verstanden habe. Ich habe das Spiel noch brandneu und deswegen auch noch nicht zu viel gemacht. In der Einsatzkarte habt ihr hier die Möglichkeiten für das berühmte Endlosspiel gegen Computer und so weiter. Und wir werden uns jetzt erstmal die Kampagne vornehmen. Da geht's los mit Kampagne Kapitel 1, Schatten der Vergangenheit, dann zu Kor und im Auge des Sturms. Dazu gibt es noch Einzelmissionen, denen ich mich auch gerne widmen würde. Und ihr seht, das ist per Singleplayer und natürlich auch per Koop möglich. Und deswegen gleich der Aufruf hier im ersten Video. Wenn ihr Anno 2070 besitzen solltet, original natürlich, dann habt ihr vielleicht eine Chance, mit mir hier eine dieser Koop-Missionen zu machen. Das wird, wie gesagt, alles erst im Anschluss stattfinden. Vielleicht gibt es bis dahin auch Anno schon für einen Spottpreis von vielleicht 19,99 in der Softwarepyramide. Kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. Allerdings habe ich da richtig Lust drauf und ja, biete euch das dann quasi an. Bewerbung dann einfach an mich. Aber wie gesagt, jetzt noch nicht. Ich werde das später nochmal aufrufen, weil die Kampagne wird bestimmt lange genug dauern. Hier kann man auch eine Multiplayer-Partie beitreten. Und ja, ich will das ja nicht mit irgendjemandem spielen, dann, damit das Ganze auch noch ein bisschen lustig wird. So, Weltgeschehen. Kann man, wird man benachrichtigt, sobald was passiert. Aktuelle Auftragsparameter geladen. Ja, man kann hier noch Tagesgeschehen machen. Dann gibt es hier so Ein eine neuer Senatswahl. Gesetzesentwurf steht zur Abstimmung. Und da muss ich gerade mal hier die gute Eve ausreden lassen. Also das hat wohl so globale Auswirkungen. Hier seht ihr, ich kann abstimmen hier entweder für Rufus Tome, Global Trust, die Eden-Initiative oder für SAAT oder Saat. Und das hat dann verschiedene Auswirkungen, nämlich hier Aufstiegsrechte aller Laboranten erhöht, Aufstiegsrechte aller Eco-Ingenieure erhöht und Aufstiegsrechte aller Tycoon-Ingenieure erhöht. Und da kann man abstimmen. Momentan sind es wohl hier, ich glaube, das müsste das Zeichen von wem eigentlich sein? Werden wir noch sehen. Ich glaube, das müsste Global Trust sein. Das ist die Eden-Initiative. Und hier Saat. Und die liegen momentan vorne. Aktueller Effekt ist hier, dass die Produktivität aller Produktionsbetriebe erhöht wird. Und ich als, ich nehme mal das, was die Mehrheit auch nimmt. Ich stimme ab für die Vielen Dank. Wir können Eden-Initiative. jede Stimme brauchen. Und da kriegt man gleich Achievements, mehr Demokratie wagen. Und ich wurde hier Lies befördert, oder das am was? besten sofort. Glückwunsch, Plexi. Deine bisherige Unterstützung unserer Organisation ist nicht unbemerkt geblieben. Daher hat die Organisationsleitung beschlossen, dass du eine verantwortungsvollere Position und eine kleine Belohnung erhalten sollst. Alle Infos dazu findest du in deinem Profil. Mach weiter so. Freiwillige Helfer. Mit ihrer nächsten Beförderung erhalten sie Zugriff auf Formel über Betzwertrotor. Verbessert sämtliche ihrer Windkraftwerke in diesem Sektor. Okay. Hier noch mit Adresse, könnt ihr mal hinschreiben. 12345 Paradise Bay. Da müssen wir wirklich mal hinschreiben. Mal gucken, ob da was zurückkommt. Das wäre natürlich ein Spaß. Hier haben wir noch ein paar andere Sachen. Neue Abstimmungen. Also, es ist mehr als nur eigentlich das Standardspiel. Man kriegt noch hier komplett eine interaktive Plattform quasi.
Und ja, man kann mich hier noch... in den Weltrat zu wählen, ist nur die Konsequenz logischen Handelns. Da kann man hier jetzt noch was machen. Ich enthalte mich da erstmal und ja, denke, wir könnten mal jetzt langsam auch anfangen, nachdem ihr das jetzt erstmal hier gesehen habt. Machen wir mal die Einsatzkarte auf und Kapitel 1, Schatten der Vergangenheit. Und da werden viele, die die Demo gespielt haben, die Mission teilweise schon kennen. Ich kenne sie auch, deswegen, ja, lasse ich es euch einfach mal hier zeigen, was da so los ist. Mission 1, im Auftrag von Global Trust reise zu Anlage 13, um bei der Erfüllung des 2-Jahres-Plans zu helfen. Okay, dann mal los. Der 2-Jahres-Plan, ein dringlicher Einsatz im Auftrag von Global Trust, führt sie zu Anlage 13, wo Thor Strindberg für die Versorgung des Konzerns mit wichtigen Rohstoffen verantwortlich zeichnet. Nee, für die, okay. Die Stimmung vor Ort ist gereizt, wenn die Produktion stagniert und das hydroelektronische Kraftwerk liefert keinen zu wenig Strom. Doch der Vorstand von Global Trust besteht auf der strikten Einhaltung des 2-Jahres-Plans. Wenn ich hier mich ab und zu verlese, liegt das daran, dass mein Monitor momentan irgendwie nicht optimal eingestellt ist. Ich versuche das auf jeden Fall noch zu fixen. Und ja, wir arbeiten hier mit Thor Strindberg zusammen. Die neuen Vorgaben für das Fördervolumen sind extrem ehrgeizig. Global Trust ist der Ansicht, dass ihre Mitwirkung zur Erreichung der Ziele unabdingbar ist. Na okay. Sie sind also die Verstärkung, auf die die Firma besteht? Naja, hoffen wir, Sie haben mehr drauf, als der erste Anschein vermuten lässt. Mein Name ist übrigens Thor Strindberg. Ich bin für die strikte Einhaltung des Global Trust 2-Jahres-Plans verantwortlich. Global Trust ist der weltgrößte Energielieferant. Unser Netzwerk umfasst Kontinente. Und einer der wichtigsten Knotenpunkte ist genau hier. Die Öl- und Kohlevorkommen, für die ich verantwortlich zeichne, decken bereits 18% des gesamten monatlichen Bedarfs von Global Trust. Und dennoch steigen die Fördervorgaben aus der Zentrale ständig. Um den enormen Strombedarf auch weiterhin zu stillen, sind wir gerade dabei, das hydroelektrische Kraftwerk am Staudamm zu modernisieren. Okay, also hier gibt es das Ganze nochmal so als Videotutorial. Auch nicht schlecht. Ingenieuren ist es gelungen, ein neuartiges Hochleistungsmodul für die Hauptturbine zu konzipieren. Dabei könnten sie sich nützlich machen. Wir müssen die optimierte Turbine schnellstmöglich zum Einsatz bringen. Sonst ist die Erfüllung des 2-Jahres-Plans ernsthaft gefährdet. Okay, habe ich verstanden. Wir müssen die Turbine zum Staudamm bringen. Und ja, jetzt können wir auch weiter drücken. Und dann klicken wir auch mal direkt auf Starten. Und ja, das ist der typische Loading-Screen von Anno, bei dem man ja leider doch mal öfters mehr Zeit verbraucht. Aber das geht relativ schnell, sehr schön. Und los geht's. Arche hat Zielkoordinaten erreicht. Da sind sie ja endlich. Thor Strindberg, wir hatten bereits das Vergnügen. Und angesichts der Lage schlage ich vor, wir sparen uns weitere Förmlichkeiten. In diesen Anlagen produzieren wir im großen Stil Kohle und Öl. Tendenz steigend. Der neue 2-Jahres-Plan aus der Konzernzentrale ist wirklich eine Herausforderung. Ah, da ist er ja, der Staudamm. Um die Produktion weiter zu steigern, brauchen wir mehr Energie. Uns fehlt nur noch eine leistungsstarke Turbine für das hydroelektrische Kraftwerk. Ja, und die müssen wir ihm ja irgendwie produzieren, besorgen oder wie auch immer. Mission 1, der 2-Jahres-Plan. So, das kennen viele jetzt, denke ich mal, aus... Sie werden sich um die Neukonstruktion der Turbine kümmern. Das ist ab sofort Ihre oberste Priorität. Verstanden? Okay. So, hier an der Seite bekommt man immer die... Ja, na. Informationen zum Thema werden geladen. Man darf ja gar nicht mehr ausreden. Yves hat alle Fakten zusammengetragen. Also hier an der Seite habt ihr eigentlich Global stets Trust immer... Global Trust hat übrigens ein Care-Paket für Sie geschickt. Die Kisten stehen hier im Weg, also holen Sie sie gleich ab. Okay, machen wir das doch mal, während ich... Einsatzbereit. Navigationssysteme online. Also, seht ihr schon, was der Unterschied zwischen einem alten und einem neuen Spiel ist? Im neuen darf man noch nicht mal ausreden. UV-Scan läuft. Man wird hier ständig... Informationen zu Fruchtbarkeiten und Rohstoffverteilung. Dass einem nicht langweilig wird, gibt es hier ständig Leute, die labern müssen. Okay. Ladedatenbank mit Steuerungsroutinen für Fahrzeuge. Ja.
Also, man muss nicht alles erklärt bekommen. Ich sag mal so, in den alten Spielen klappt es ja auch ohne Tutorial. Also nochmal, hier an der Seite habt ihr eigentlich so ständig aktuelle Informationen über eure Mission und was ihr denn so machen müsst, wie weit ihr seid, wo ihr denn hin müsst, wird auch noch angezeigt. Hier unten natürlich die klassische Minimap. Hier oben ein paar Informationen über Geld und was wir gerade machen. Hier unten der Laderaum des Schiffs und natürlich Produktionsmenü und so weiter. Und wir sollen jetzt hier hinfahren und von Mr. Strindberg die Waren abholen. Ja. Die kaufen wir auch gleich mal. Endlich. Können wir dann zum nächsten Punkt weitergehen? Ach so, ich hätte jetzt mehr kaufen müssen, glaube ich. Ihren Preis. Oder? Ja, nee, hat schon gepasst. Gut. Im Südwesten liegt eine kleine Insel. Errichten Sie dort Ihren Stützpunkt und vergeuden Sie keine Zeit. Ja, okay. Also, dann hättet ihr mal ein bisschen weniger labern können. So, hier ist jetzt die berühmte Insel und das läuft nach dem alten Anno-Prinzip. Jede Insel hat gewisse Rohstoffe. Hier sind zum Beispiel Tee und Gemüse und eine dritte Fruchtbarkeit, die ich aber noch anlegen kann, wahlweise. Gehen wir ein bisschen näher rein hier in die Zoomstufe. Unser Schiff kommt da angefahren. Hier haben wir jetzt Ölvorkommen unter Wasser zu entdecken, war ein echter Glücksfall. Das wird mir helfen, den Zwei-Jahres-Plan von Global Trust einzuhalten. Okay. Und hier halt noch die Arche Standardmodell, wo man sich auch noch ein paar Sachen kaufen kann. Eve erwartet Anweisungen. Ja, und hier Strindberg ist irgendwie hier. Als künstliche Intelligenz der Arche bin ich darauf programmiert. Sie in jeder Hinsicht. Ja. Funktion der Arche brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir bauen jetzt erstmal ein Kontor. Und zwar bauen wir das so hin, dass wir hier perfekt. Genau. Möglichst viel haben. Ich guck mal gerade, was wir für Missionen noch haben. Für Siedlungsgründung verfügbar. Ladebase. Okay, das klicke ich jetzt mal weiter, weil das kenne ich selber noch aus dem Anno. Wir bauen natürlich jetzt erstmal ein Stadtzentrum. Das sollte man relativ zentral anlegen. Muss mal gucken. Irgendwie konnte man das auch drehen. Ah, genau, mit der Mausradtaste. Und ich würde sagen, ich baue das mal hier Achtung. So hin. Zu wenig Unterkünfte vorhanden. Zu wenig Unterkünfte. Von Wohnhäusern wird empfohlen. Ist kein Problem. Das können wir gleich mal machen. Dann bauen wir mal 1, 2. Bleib am Puls der Zeit, Mann. Gehe ich mal ein bisschen näher hin, dass ich hier sehe, weil oftmals ist es mit den Straßen ein bisschen tricky. Wir könnten die Erste sein, die in den Genuss dieser Weltneuheit kommt. So. Und dann bauen wir einfach mal hier. Ach, genau das wollte ich nicht. Ich mag es nämlich hier sehr linear. So. Und dann würde ich sagen, da nochmal ein paar Häuser. Und jetzt erstmal ein paar Straßen. Ich glaube, die gingen hier. Genau. Weil wie sich das gehört, jedes Haus will natürlich mit einer Straße verbunden werden. Und ja. Warnung. Mehr Baumaterial benötigt. Lade Informationen zur Nachschubsicherung. Genau, Baumaterial ist natürlich auch immer sehr wichtig. Aber ich baue jetzt erst einmal schön fleißig hier. Hier machen wir dann mal Platz noch für eine Straße dazwischen. Und ja, ich lasse es jetzt erstmal, bevor wir vielleicht nichts mehr bauen können, noch schnell eine Straße hier rein. So, das kostet auch nur Credits und keine Rohstoffe. Perfekt. So, und jetzt hat uns ja Eve gesagt, dass wir noch hier weitermachen können. Und da geht es jetzt zu dem Basaltbrecher. Und das ist jetzt hier für die Rohstoffversorgung unabdingbar. Den können wir jetzt eigentlich mal komplett woanders hinbauen. Zum Beispiel hier. Und dann vielleicht hier noch gleich einen daneben. Oder hier vielleicht. So. Und dann natürlich hier noch das, was war es jetzt gerade? Das Schmelzwerk. Bauen wir mal so hin. Und noch eine Straße dazwischen. Zack, zack. Und die Straße muss mit dem Kontor hier verbunden werden. Also quasi so. Und schon hat man die erste Produktionskette bewältigt. Und jetzt seht ihr aber schon, es gibt den Nahrungsmangel, aber wie das weitergeht, das seht ihr erst beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.